heiße dich heute wieder ganz herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Event. Legendäre Bosse, die wir so machen. Wir gehen ja so ein paar Events durch, die man machen kann. Aber wir sind diesmal nicht in Zentral-Tyria, sondern wir sind in der grasgrünen Schwelle. Eine Karte, die mit Heart of Thorns rausgekommen ist, hier oben. Ich zeige dir gleich, wo du genau hier auf diese Plattform hinkommst, wie du am besten vielleicht hochkommst. Denn hier wird gleich eine legendäre Wyvern. Wyvern, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, das sind diese Feuerdrachendinger, Matriarchin auftauchen. Die ist immer nur nachts da und kommt jetzt aktuell zur Winterzeit um 11.09 Uhr, also jetzt jede Sekunde. So, man muss über die Wegmarkte Paktlager ganz nach oben. Oft kann man sich das schon merken, indem man eine Wegstation der Vereinten Legion sieht. Wenn nicht, muss man sich hier einfach hochhangeln. Ich fliege immer hier hinter Richtung Norden. Man kann sich auch diesen Beherrschungspunkt als auch den Heldenpunkt so ein bisschen als Richtungsweiser aussuchen. Da es Nacht ist, sieht man immer so ein bisschen blöd, aber das kriegt man hin. Wir fliegen hier hinter und angeln uns einfach immer weiter nach oben. Das funktioniert. Man braucht schon die Himmelsschuppe, würde ich sagen. Denn ohne wird es ein bisschen kompliziert. Außer man macht so wie ich zum Beispiel, dass man einen Charakter einfach da oben stehen lässt, den man nicht so oft benutzt. Und kann sich dann 1 bis 2 Minuten einfach vorher einloggen und kriegt die Matriarchin dann dazu. So, wir sind auch schon fast da. Man sieht hier, hier ist die Wegmarke und hier ist die Plattform, wo wir hin müssen. Wir setzen uns mal ein Sternchen und dann hangelt man sich einfach hier an den Ranken entlang und hat dann ruckzuck die Ebene erreicht. Das ist wirklich nicht schwer. Und da drüben ist auch schon die Plattform, wo wir dann hin müssen. Zack, da sind wir auch schon. Und man sieht schon hier, das machen ganz viele, weil die ist sehr, sehr profitabel, die Matriarchin. Und ja, die kommt jetzt jede Sekunde hier irgendwo hergeflogen. Ah, man hört es. Die Musik ist schon da und da kommt sie. Da hat man es gesehen im Schatten. Wir machen die wirklich täglich, versuchen wir es zumindest, auch eins unserer Daily-Routinen. Und man sollte gut CC mit dabei haben. So, gleich kotzt sie, genau. Oh, da sind schon welche am Sterben, leider. Mein Leben! Uiuiuiui. Nicht hauen. Nicht mich hauen, du. So, schnell CC. Weil sonst fliegt sie weg und das ist nicht so gut. So, wir haben es geschafft. Man kriegt zum einen viel XP, 26.000 und ein paar zerquetschte. Und wir haben sogar ein Rezeptbuch bekommen. Ich klappe das mal ganz kurz zusammen. Meine Tasche ist soweit leer. Also man sieht, man hat jetzt einiges bekommen. Wir bekommen zum einen einen großen Beutel mit Luftschiffteilen. Ich sage immer Luftschriftteile. Keine Ahnung. Es ist schon von Anfang an bei mir so drin. Es gibt 10 Luftschiffteile, denn die braucht man für legendäre Waffen, weil man die sich da zusammenstellen kann. Dadurch dann, das ist ein Unterkomponent für eine legendäre. Dann kriegen wir Dragonitserz, kriegen verlorene Ausrüstung, grasgrüne Heldentums und 3 Paktbrechstangen. Für die Heimatinstanz zum Beispiel. Du kannst dir da dann täglich deine Kiste aufbrechen. Und wir kriegen Mordrimsparen und insgesamt 53.340 Erfahrungspunkte. Heißt gerade, wenn man die Beherrschung soweit fertig hat, kann man sehr, sehr gut Geisterschermen dadurch sammeln. Und wir kriegen insgesamt noch 15 Luftschiffteile. Genau.
Prächtig. Und das ist wirklich ein Event, was wir versuchen wirklich täglich zu machen, um einfach die Luftschiffteile zu sammeln, packt Brechstangen dadurch aufzufüllen. Und das Schöne ist, man kriegt hier immer nochmal 20 dazu. Also die gelben sind die wertvollsten. Und wir haben einen Beutel mit Zähnen, dann die Fragmente hier, ein Rezeptbuch sogar. Das ist eigentlich immer so ein bisschen seltener, aber schön zu haben. Okay, da muss ich dann später mal in Ruhe durchgucken. Und das ist die große Belohnungstruhe. Da kann man sich Flasche Luftschifföl, verschmolzener Edelstein, zurückeroberte Metallplatte oder ein Luftschiffmotorgehäuse. Da sind, enthält Beute, die bei der Erkundung der Grasgrünschwelle nützlich ist. Die kann man sich zum Beispiel auswählen, wenn man die legendäre Raid-Rüstung zum Beispiel macht. Ich sammle aktuell verschmolzene Edelsteine, weil wir die auch brauchen für bestimmte Waffen und da ganz, ganz viele von brauchen. Heißt, ich nehme den jetzt und habe damit in Minuten diesen coolen Weltboss mitgemacht, der aber immer nur bei Nacht kommt. Dann hoffe ich, es hat dir soweit gefallen. Kurzer, kleiner Mini-Weltboss, aber super cool. Kann ich dir wirklich nur empfehlen. Und dann würde ich sagen, freue ich mich sehr, wenn ich dich in einem weiteren Video willkommen heißen darf. Du siehst ganz am Ende jetzt oben, wie du dir wöchentlich einen Schwarzlöwentruhenschlüssel farmen kannst, sodass du dir ganz coole Sachen über den Schwarzlöwen-Kopfhändler holen kannst. Das sind zum Beispiel Skins für die Heimatinstanz. Also ganz, ganz coole Sachen mit bei. Und unten drunter findest du einen kleinen Guide zu legendären Waffen. Denn wir bauen gerade zusammen eine legendäre Waffe der ersten Generation, das Schild, die Flammensucher-Prophezeiung. Und falls dich das interessiert, darfst du da gerne draufklicken. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.